Man muss hinschauen, um das Wohl der Tiere in den Mittelpunkt zu stellen. Eine zentrale Aussage von einer der Vortragenden auf der Freilandtagung an der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Die Tagung präsentiert eine Vielfalt an interessanten Tierwohlinitiativen, informiert über den österreichischen Tierschutz und versteht sich als Bindeglied zwischen Wissenschaft, Beratung und Praxis. Das Team um Qualitäts- und Produktmanagement von ihr natürlich war dabei. In der Pause baten wir Prof. Dr. Johannes Baumgartner von der VetMed Uni Wien und Dr. Andreas Steidl von Ja Natürlich vors Mikrofon. Also jetzt haben wir die Experten in Tierhaltung vor der Kamera. Herr Prof. Baumgartner, was sind denn die Grundbedingungen für artgerechte Tierhaltung? Das ist, dass die Tiere ihre Grundbedürfnisse nach ausreichend Futter, Wasser, Temperatur und Lebensraum zur Verfügung gestellt bekommen. Und dieser Lebensraum ist noch, nachdem es sich um eine Art der kommerziellen Haltung auch handelt, noch auch arbeitswirtschaftlichen Kriterien zu organisieren. Und dabei ist in der Gestaltung wesentlich auf die Bedürfnisse der Tiere Rücksicht zu nehmen. Und da gibt es ausreichend Evidenz in der Literatur, aber auch aus praktischer Sicht, wie das möglichst gut auch unter kommerziellen Bedingungen stattfinden kann. Jetzt ist ja natürlich mit seinen speziellen Regelungen und strengeren Regelungen, als gesetzlich vorgeschrieben ist, federführend in der artgerechten Tierhaltung. Was sind Ihnen da jetzt so an speziellen Maßnahmen im Gedächtnis? Ja, nachdem sich ja natürlich ja verschrieben hat der biologischen Tierhaltung, ist hier ganz zentral, dass es hier jeweils ein fast doppelt bis dreifach so großes Flächenangebot gibt, als das im konventionellen Bereich der Tierhaltung üblich ist, dass die Tiere immer einen Wechsel zwischen Innen und Außen, also Außenklimabedingungen auch konsumieren können, dass die Tiere mit geschlossenen Böden konfrontiert werden und nicht nur Vollspaltenböden buchten, dass die Tiere mit Stroh ein Material zur Verfügung haben, das ihnen entsprechende Liegequalität bietet, das ihnen Beschäftigungsmöglichkeiten bietet und dass sie halt natürlich auch mit Betreuern und Tierhaltern konfrontiert wird, die diese Bedingungen auch zur Verfügung stellen wollen. Die Bio-Vorschriften haben ja ab und zu so Ausnahmen. Ja. Mhm. Da haben wir immer die größten Probleme, weil die Ausnahmen nicht mehr kurzfristig bestehen bleiben. Da hätten wir ja Verständnis für Umstellungsphase, dass das immer weitergeht. Oder dass man sagt, da gibt es so den Begriff der beengten Hoflage. Mhm. Wenn da keiner einschreitet und sagt, nein, das ist jetzt vorbei, das Jahr ist vorüber, dann geht nichts weiter. Und ich glaube, dafür kämpfen wir, weil diese fürs Einzeltier oder für die Gruppe, die es betrifft, ist das ja ganz maßgeblich. Der Sozialkontakt ist ein wesentlicher Punkt. Und jetzt kann ich nicht sagen, für diese Gruppe gibt es ja Ausnahmen, die dürfen wir nicht aus, weil das ist ja mit dem Gebäude nicht ausgegangen. Und da brauchen wir oft ein bisschen mehr Rückenwind, so ungefähr, wenn die Verordnungen und so weiter konsolidiert umgelegt werden. Und das Zweite, was ich auch in Verbindung bringen möchte, ist, dass man aber auch nicht eine falsche Erwartungshaltung hat und sagt, wenn ich jetzt verbesserte Tierhaltung, ist jedes Tier perfekt. Ne? Die streiten auch untereinander. Ja. Wir wollen ja den Sozialkontakt haben, den müssen wir ja fordern. Und krank werden sie hin und wieder auch, auch bei guter Haltung. Mhm. Ein falsches Bild zu vermitteln, dass ich ein Biotier nie behandeln muss, wird genauso falsch. Ja. Das eine sind so die betrieblichen Voraussetzungen und Betreuung hängt da was mit der Person zu tun oder hat damit was zu tun. Ja. Wir reden viel mit Bauern, wir versuchen sie zu motivieren, aber stoßen zum Teil auch auf Grenzen. Gibt es von eurer Seite mal so Inputs? Ihr habt ja auch teilweise Forschungsprojekte mit diesen Betriebsentwicklungsplänen und dergleichen, dass man die Motivation der Bauern steigert, das Problembewusstsein erhöht, weil automatisch mit einem Biozertifikat ist ja noch nicht so ungefähr das Fingerspitzengefühl des Betriebsleiters oder überhaupt der ganzen Personen am landwirtschaftlichen Betrieb gegeben. Also diese, bleibt, da kann man noch viel verbessern. Ja, da ist einiges an Verbesserungspotenzial zu gewinnen, wiewohl ich glaube, nachdem diese Bioproduktion ja noch eine relativ junge ist, dass wir jetzt so in die Generationswechsel hineinkommen, wo wir auch Betriebsleiter zur Verfügung haben, die zunehmend auch das Problembewusstsein auch in tiergesundheitlicher Frage haben. Da
da hat sich in der Wissenschaft auch viel geändert, weil ja die Wissenschaft die Bauern rausgenommen hat, da man von diesem Elfenbeinturm heruntergestiegen ist. Und ich glaube, dass da auch die Beziehung eine ganz andere geworden ist, von beiden Seiten. Ja. Das Institut für Tierschutz war am Anfang ja so ein bisschen ein Angstinstitut von Außenstehenden. Ja. Und da hat sie ja sicherlich viel dazu beigetragen, dass auch diese Angst genommen ist, weil sie auf die Leute zugegangen sind und weil auch diese Forschungsergebnisse wirklich für die Leute spürbar waren, im Sinne, dass man es auch umsetzen kann, was bringt. Also, und muss ich mich auch mal bedanken, weil das ist nicht selbstverständlich. Ja, und das war aus eigenem Interesse, aus unserem Interesse. Wir haben etwa in 97, 98 angefangen, diese Frage auch Qualitätssicherung im Bereich der tierischen Produktion biologischen Ursprungs zu implementieren und ich denke, das trägt jetzt durch die Initiativen der BOKU schon langsam Früchte. Dass einfach dieser Gedanke, nicht nur die Philosophie Bio ist wichtig, sondern auch wir brauchen auch entsprechende Qualitätsstandards, die wir einhalten müssen, um dann wirklich glaubhaft zu machen, Bio ist besser. Was der Gesetzgeber macht, ist für uns beide weil oft nicht ausreichend. Ja, wir wollen mehr. Ja, klar. Ihr, weil's, wir orientieren uns am Tier. Genau, und weil es natürlich aufgrund der Erkenntnisse schon viel mehr umsetzen möchtest und wir sagen, wir sind verantwortlich für unsere Kunden, die das Produkt kaufen und die erwarten sie einfach auch entsprechend hohe Standards. Der Gesetzgeber richtet sich ungefähr oft nach einem Kompromiss, nach einem kleinsten gemeinsamen Nenner und darum hinkt er hinterher. Ja. Ist die Größe von den einzelnen Betrieben, das ist ja ein großer Kritikfokus immer wieder, per se schon ein Widerspruch zu Bio? Können Bio-Produkte immer nur vom kleinen Abhofbauern kommen? Nein, also die Größe, die Qualität der Tierhaltung allein auf die Größe abzustimmen, halte ich für einen absoluten Fehler. Ich denke, wir haben viele gute Betriebe, die auch aufgrund ökonomischer Sachzwänge sehr gut sein müssen, auch zu ihren Tieren. Und wir haben sehr viele kleine Betriebe, die aufgrund einer gesellschaftlichen Situation, vielleicht Auslauf, keine Hoferben da, nicht mehr investiert, wo die Tierhaltung eine schlechte ist und zwar auch bei 2, 3, 5 Tieren. Und in dieser Bandbreite spielt sich das ab und ich denke, es soll das Ziel sein oder es soll den Landwirten die Gelegenheit gegeben werden, ihr Bestes zu zeigen und die Besten sollten sich durchsetzen. Und das spielt sich nicht auf der Ebene Größe ab, sondern auf der Qualität der Tierhaltung.